بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir sind bei der Muhasaba, die Abrechnung. Wir haben gesagt, dass der Imam hier die Muhasaba in verschiedene Etappen eingeteilt hat. Verschiedene Phasen, die man durchgehen muss und durchlaufen muss. Und die erste davon nannte er Al-Musharata. Al-Musharata habe ich gesagt, dass man sich selbst gewisse Auflagen setzt, Handlungsauflagen oder Vorhaben und sie zur Bedingung macht. Man bedingt für sich selbst, für die Muhasaba, gewisse Handlungen, die man tun oder lassen möchte. Das kommt aus dem Wort Ash-Shart. Ash-Shart ist die Bedingung. Und ich glaube, wir hatten dazu das Beispiel erwähnt, das er hier anspricht. Er sagt, das ist nicht anders als bei einem Kaufmann, der gewisse Partner hat in seinem Handel. Um den Gewinn zu verwirklichen, muss er mit seinem Partner erst, er muss ihm gewisse Auflagen vorgeben, ein Handlungsschema festsetzen, einen Plan oder ein Projekt, an dem sich der Partner auch zu halten hat. Und dann entsprechend muss er danach die Bilanz ziehen. Und so ist es auch mit der Seele, mit dem Nafs des Menschen. Er setzt sich selbst Pflichten, bedingt Handlungen, leitet seine Seele und verpasst es nicht, sie zu beobachten. Denn die Seele, wie Allah Ta'ala sie im Koran beschreibt, inna nafsa la ammaratun bissu, das sagte Yusuf a.s., ein Prophet, er sagte, la ubarri'u nafsi, ich erkläre meine Seele nicht für rein. Und dann begründet er das, warum. Er beschreibt die Natur der Seele, die Natur des Menschen, inna nafsa la ammaratun bissu, die Seele gebietet das Schlechte ein. Und das Wort Ammara hier ist kein einfaches Wort. Es gibt in der arabischen Sprache wie auch in der deutschen Sprache die sogenannte Steigerungsform, was man Al-Mubalagha nennt. Al-Mubalagha heißt nicht, dass es, das gibt es nämlich auch in den Namen und Eigenschaften Allah Ta'ala, Al-Mubalagha heißt nicht, dass es übertrieben ist im Sinne, dass man einer Sache etwas mehr zuschreibt, als ihr wirklich zusteht. Das wäre die Übertreibung. Mit der Mubalagha ist einfach die Steigerung gemeint, die Intensität der jeweiligen Eigenschaft. Er sagte hier nicht in der Nafs Amira bisu, das war die einfache Form. Die einfache Form, die Seele gebietet das Schlechte oder befiehlt das Schlechte an. Er sagt Ammara. Ammara, um das nochmal auszudrücken, dass es wirklich akut ist und sehr intensiv ist, im Sinne der Häufigkeit. Also, dass es häufig passiert, immer und immer wieder passiert und auch im Sinne des Ausmaßes, dass sie tatsächlich auch dazu in der Lage ist, immens schlimme Dinge anzubefehlen oder Menschen anzudrehen. Und deswegen darf er darf sich nicht auf seinen Nafs verlassen, er muss das beobachten. Er muss das ständig beobachten, denn er ist nicht sicher davor, dass sie, das nennt er hier so, er nennt das Khiana. Er ist nicht sicher vor der Veruntreuung der Seele und dass die Seele sein Kapital in diesem Handel, wir reden ja von einem Handel, und ein Handel kann nicht bestehen, wenn es kein Kapital gibt, dass die Seele dazu führt, dass sein Kapital verschwendet wird. Und wenn sein Kapital verschwendet ist, dann gibt es keinen Handel mehr. Und deswegen sagt er danach, nachdem er das getan hat, also diese Bedingungen gesetzt hat, vor seine Forderungen gestellt hat, dann muss er danach, nach diesem Prozess, muss er sie beobachten, die Muhasaba durchführen, die Bilanz, die Abrechnung, und muss seine Seele immer wieder dazu auffordern, sich auch an diese Musharata zu halten, dies einzuhalten. Denn diese Tijara, dieser Handel, es ist kein belangloser Handel, wie Allah Ta'ala im Koran, wie das im Koran beschrieben wird. Er sagt, قُلْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ, soll ich euch auf einen Handel hinweisen? Ein interessanter Punkt hier ist, dass das Wort Tijara in diesem Vers,
قُلْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٌ جِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Soll ich euch auf einen Handel hinweisen? Soll ich euch einen Handel zeigen? Ihr wisst bestimmt, dass der Partikel Al oder die Partikel Al in der arabischen Sprache für den Ta'rif ist, das heißt, um ein Wort zu bestimmen. Und das Wort Tijara ist hier unbestimmt. Das nennt man Nakira oder Munakkar. Warum ist das Wort hier unbestimmt? Der At-Tankir, das heißt, Wörter unbestimmt anzuführen, hat gewisse Funktionen in der arabischen Sprache. Eines der Hauptfunktionen ist, wie das Wort schon sagt, Nakira. Nakira heißt unbekannt, undefiniert, unbestimmt, weil die genannte Sache nicht definiert ist. Wenn ich zum Beispiel sage, hat Qalaman, gib mir einen Stift, das ist unbestimmt. Also irgendein Stift. Ich meine keinen Stift mit besonderen Eigenschaften, besondere Farbe, besonderes Material, irgendein Stift. Das ist eine Funktion. Aber der Tankil wird auch verwendet, um auszudrücken, dass etwas so gewaltig ist, dass man es gar nicht in Worten zusammenfassen kann. Man kann es in Worten nicht fassen, weil es so unheimlich groß ist. Und deswegen hier sagt Allah Ta'ala, هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَ. Er sagt nicht At-Tijara. Soll ich euch nicht den Handel zeigen oder auf einen Handel, auf einen Handel. Der Tankir ist hier für den Ta'zim, At-Tahwil, yani, um etwas, um die Herrlichkeit einer Sache auszudrücken und ihre unheimliche und immense Größe. Deswegen, das ist der größte Handel, den der Mensch macht. Von diesem Handel ist nämlich seine Zukunft, sein weiterer Ausgang abhängig. Da sagt Allah Ta'ala nach, Tunjikum min adabin alim. Ein Handel, der euch vor peinvoller, schmerzvoller Strafe rettet. Das heißt, der Mensch lebt in seinem Leben eigentlich eine Form von Handel aus. Daher ist dieser Vergleich, den der Imam gezogen hat, nicht fehl am Platz. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, er sagte, كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعُ النَّفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا. Er sagte, alle Menschen eilen. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو. Alle Menschen eilen. Al-Yaghdu heißt morgens. Morgens rauseilen für seine, um seine Pflichten und seine notwendigen Bedürfnisse zu stillen. Das deutet auch darauf hin, dass der Mensch am Morgen aktiv ist. Yaghdu. Al-Ghudu ist morgens rauszugehen. Und das zeigt auch, dass das, was viele Menschen heute durchleben, besonders Menschen, die in einer gedanken- und sorgenfreien Welt leben, die keine Sorgen haben. Jeder Mensch sollte Sorgen haben. Irgendwelche Sorgen hat jeder Mensch, der ein gewisses Bewusstsein für Verantwortung hat. Der muss Sorgen haben. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith, er sagte, die wahrhaftigsten Namen des Menschen sind Al-Hammamu und Al-Harith. Al-Hammam ist jemand, der von Sorgen getrieben wird, denn die Sorgen sind einer der Bewegungsgründe für das menschliche Handeln. Er sorgt sich um seinen Rizq. Er hat Sorgen um seine Versorgung, um den Rizq. Er hat Sorgen um seinen Handel. Er hat Sorgen um seine Zukunft. Er hat Sorgen um seine Akhira. Das sind alles Sorgen, alle Bewegungsgründe zum Handeln. Deswegen sagt der Prophet, der zweite wahrhaftigste Name ist Al-Harith. Al-Harith ist eigentlich der Bauer, der schuftet. Damit ist gemeint einfach jemand, der schuftet. Denn Sorgen, der Ham verleitet zum Handeln. Ansonsten sind es keine realistischen Sorgen oder keine tatsächlichen, reellen Sorgen. Nur flüchtige Gedanken. Ja, was ich sagen wollte, dass diese Kultur, die sich so mittlerweile prägt, besonders bei den in den jüngeren Klassen, die den ganzen Tag verschlafen, bis spät in der Nacht sorgenlos die Zeit abtöten, dann morgens wieder irgendwann um 4, 5 Uhr aufstehen, sorgenlos vor sich herumleben, das ist natürlich nicht akzeptabel.
ich habe mal in einem Bericht gelesen, da ging es um die erfolgreichsten Menschen auf diesem Planeten, sei es Geschäftsleute, Firmenleiter, Manager. Das war wirklich statistisch so, dass die meisten dieser Menschen, sie hatten alle eins gemeinsam. Das waren alles Frühaufsteher. Die früh immer morgens aufstehen, um 6 Uhr, um 5 Uhr, und sich auf ihre Arbeit begeben oder sich mit ihren Tätigkeiten beschäftigen. Das ist tatsächlich so. Frühaufsteher sind meistens energiegeladene, meistens aktiver. Daher sagte auch der Prophet, er sagte, Burika li ummati fi bukuriha. Der Segen meiner Umma wurde in den Morgen gelegt, in den frühen Stunden. Es ist auch tatsächlich so, dass Menschen, die viel ihres Tages verschlafen, sind auch den ganzen Tag über dann von Trägheit und Lustlosigkeit geprägt. Früh aufstehen ist also wichtig. Ich glaube, das war Aristo, der wurde mal gefragt, aber ich glaube auch andere haben ähnliche, es wird auch von anderen überliefert. Man fragte ihn oder jemand anderen, wie er denn erreicht habe, was er erreicht habe, wie er denn diesen Rang erlangt hat. Er sagte, bi bukurin ka bukuril ghurab. Durch das frühe Aufstehen, wie das frühe Aufstehen der Vögel. Vögel sind das Erste, was man morgen hört, die zwitschern. Naja, wie dem auch sei, er sollte diesen Handel nicht vernachlässigen, denn damit setzt er seine allergrößte Zukunft aufs Spiel. Man muss ja auch bedenken, was sind schon, selbst wenn du 60 Jahre lebst oder 70 Jahre, 100 Jahre lebst, diese 100 Jahre sind im Vergleich zu dem Al-Abad, zu der Ewigkeit, nicht mal, also in Relevanz dazu, nicht mal, machen nicht mal einen Tag aus. Deswegen muss man auch sagen, das fällt mir jetzt so spontan ein, es gibt ein Problem in der Philosophie, das nennt sich, in der arabischen Sprache nennt sich das Mu'adilatu Shar. In der Fachsprache, im Deutschen nennt das Theodizie-Frage. Theodizie-Frage, die Frage nach dem Übel auf der Welt. Diese Frage stellt sich eigentlich nur jemanden, macht nur jemand ein Problem, der daran glaubt, dass sämtliches Sein und sämtliche Existenz hier auf dieser Erde begraben wird und damit ist Schluss und Ende. Das ist nur ein Problem für ihn, das Übel, das es gibt. Ja, Hitler hat Millionen, nehmen wir an, er hat Millionen und Milliarden von Menschen umgebracht. Dann stellt sich die Frage, das ist natürlich übel gewesen. Warum ist das passiert? Warum konnte so etwas geschehen? Und die andere Frage, wird Hitler dafür bestraft oder nicht? Wenn man sagt, er wird nicht dafür bestraft, dann entsteht hier tatsächlich ein Problem. Es entsteht hier ein Problem. Und zweitens, man könnte auch daraus ableiten, dass es doch viel besser ist, wie Hitler zu leben oder nicht. Wie ein Ungerechter zu leben, der macht, was er will, der holt sich, was er möchte, für seinen eigenen Vorteil und seinen Nutzen, selbst wenn er über Leichen gehen muss. Aber im Endeffekt, der arme Miskin, der sich dafür gescheut hat, Leuten nicht mal einen Cent zu entwenden und dafür Dinge in Kauf nehmen musste, ein bescheideneres Leben. Vielleicht wurde er aufgrund seiner gesellschaftlichen Lage nicht geachtet von den Menschen, musste sich vielen seiner Neigungen in der Welt entsagen. Ist doch besser dann wie die Tyrannen zu leben, zu machen, was man will. Im Endeffekt ist das Ende gleich. Jedenfalls dieses Problem des Übels stellt sich für jemanden gar nicht, der an die Achira glaubt. Einmal aus folgendem Grund. Einmal aus diesem Grund, den ich eben genannt habe, dass das komplette Zeitalter
in Relevanz zu der Ewigkeit nur nicht höchstens wie ein Tag ist oder wie ein halber Tag. Das heißt, das zu verkraften und zu dulden ist in Betracht auf der ewigen Belohnung oder auf der nächsten Welt, in der es eben diese Form des Übels nicht geben wird, ist es sogar berechtigt. Denn andernfalls wünscht man sich ein Paradies auf Erden. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der das nochmal, in diesem Hadith wird das dargestellt, dass das keine Relevanz hat, kein Vergleich, man kann das nicht vergleichen. Er sagte, es wird am Tage der Auferstehung mit den glücklichsten Bewohnern der Erde kommen. Bi an'ami ahli al-ard. Und er wird einmal in Jahannam getaucht, also nur eingetaucht. Er wird nicht dort verweilen, er wird nur einen Moment eingetaucht. Dieser Moment macht nicht seine 40, 50, 60 oder 100 Jahre auf der Erde aus. Und dann wird er wieder rausgeholt und man wird ihn fragen, hast du jemals Glück gefühlt? Hast du jemals Wonne gefühlt? Yani Genuss gefühlt? Er wird sagen, la ya Rabb. Nein, mein Herr, also dieses einmalige Eintauchen, und das ist noch nicht die Ewigkeit, hat ihn das alles vergessen lassen. Ebenfalls jemand, der, danach sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith, danach wird ein Diener gebracht, der das elendste Leben auf Erden durchgemacht hat. Und man wird ihn für einen Moment in das Paradies eintauchen und wieder rausholen. Und man wird ihn fragen, hast du jemals Elend durchgemacht? Ging es dir jemals schlecht? Er wird sagen, nein, mein Herr, hat's vergessen. Daher dieses Problem, Mu'dilatu Shar, die sogenannte Theodizee-Frage, die stellt sich eigentlich nur für einen, der sein Leben oder das Leben der Existenz auf diese Welt hier beschränkt. Wie dem auch sei, die Sache ist, dass dieses, der Ausgangspunkt war hier bei der Sache, dass dieser Handel ein schwergewichtiger Handel ist, den man nicht einfach vernachlässigen darf, vor dem man sich nicht die Augen zuhalten darf. Er sagt, er gibt es ein paar Beispiele, wie die Musharata aussehen kann. Also praktische Beispiele, wie diese Al-Musharata verlaufen kann. Er sagte zum Beispiel, denn der Mensch beginnt ja seinen Tag mit dem Salat al-Subh, mit dem Fajr-Gebet, zumindest sollte es so sein. Nach dem Schlaf ist das Erste, was er macht, das Gebet. Und danach hat er einen gewissen freien Kopf und kann seinen Gedanken freien Lauf lassen. Er ist noch nicht beschäftigt, denn wenn man einmal in der Beschäftigung drin ist, dann ist der Mensch meistens auch in seinen Gedanken sehr beschränkt. Seine Gedanken beschränken sich dann meistens nur noch aufgrund der Konzentration auf das, worin er sich gerade befindet. Also das heißt, am Morgen ist er frei. Er sollte sich nach dem Fajr, nach dem Salat al-Subh, hinsetzen, für sich einige Momente Zeit nehmen, um diese Bedingungen zu setzen, diese Handlungsauflagen für seinen Tag. Und das sollte er täglich machen, bis das zur Gewohnheit wird. Dann braucht er das natürlich nicht mehr. Aber es braucht eine Weile, bis man Gewohnheiten aneignet. Manche reden davon, dass man bis zu 30, 40 Tage braucht, bis etwas zur Gewohnheit wird. Das heißt, man muss es nicht mehr bewusst machen, das wird so automatisiert. Er sollte dann nach dem Salat al-Fajr eine Stunde, ein Stündchen Zeit für sich selbst nehmen, indem er sich damit beschäftigt, einen Tagesplan vorzubereiten, indem er, wie gesagt, diese Bedingungen und Handlungsauflagen für seinen gesamten Tagesverlauf festlegt. Und er sollte sich an jedem Morgen daran erinnern, dass sein Leben, seine Lebenszeit sein Kapital ist. Und wenn dieses Kapital aufgebraucht ist, gibt es auch keinen weiteren Handel mehr. Das erinnert mich an den Hadith, den ich vorhin genannt habe, habe ich gar nicht zu Ende übersetzt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Menschen, Kullu nasi yaghdu, die Menschen eilen am frühen Morgen heraus,
Damit ist einfach gemeint, dass sie sich schon ab morgens um ihre Angelegenheiten kümmern. Und dann sagte er Folgendes. Er sagte, jeder verkauft sich selbst. Du verkaufst dich. Indem du deine Zeit, deine Kraft, deine Energie aufopferst, um etwas davon zu bekommen. Das ist ja der Handel. Kauf, geben und nehmen. Und dann sagte er aber, das ist der interessante Punkt, er sagte, manche kaufen sich dabei frei, du verkaufst dich und befreist dich dadurch, andere aber verkaufen sich, vermobiquha, sagt er, und ruinieren sich selbst. Ruinieren sich selbst. Taib. Und er sollte auch bedenken, dass jeder Tag, jeder neue Tag, den er durchleben darf, eine Form des Aufschubes ist, den Allah Ta'ala ihm gewährt hat. Er soll das so verstehen, dass er sein Ajal, seine Frist etwas verlängert hat. Er sollte das so verstehen, dass seine Frist verlängert worden ist. Ausdrücke machen viel aus. Wenn du dir sagst, das gehört sowieso zu deiner Frist, ist es anders, als wenn du die Sache so verstehst, dass dieser Moment eigentlich hätte deine Frist sein können, aber du hast Aufschub bekommen. Das sind zwei, also man reagiert auf beide Dinge anders. Und dass man sich daran erinnert, dass wenn es der Fall wäre, dass du diesen Tag nicht mehr durchleben könntest, dass die vorherige Nacht bereits ein Ende wäre, dann hättest du dir ganz sicher, ohne Zweifel, zu 100% und noch mehr, hättest du dir die Rückkehr gewünscht. Wie Allah Ta'ala sagt, dass die Leute sagen werden, رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. Sie werden sagen, oh mein Herr, bringe mich zurück, auf das ich vorm handle und das, was ich unterlassen habe, kompensiere, wieder in Ordnung bringe. Das sollte man sich vor Augen halten, jeden Morgen. Es ist nämlich nichts Selbstverständliches. Und er sollte sich vor Augen halten, dass sein Tag aus 24 Stunden besteht. Und jede dieser 24 Stunden wird ihm, so erklärt er das hier, er sagt, jede dieser 24 Stunden, stell dir vor, jede Stunde ist eine Truhe, ein Kasten. Und du wirst am Tag der Auferstehung jede Stunde als einen Kasten vorfinden, wenn du ihn öffnest und diese Stunde erfolgreich genutzt hast, sie richtig investiert hast, dann wirst du sie gefüllt finden mit Licht, wirst dich darüber freuen und damit ergötzen. Dann wirst du aber Truhen finden, die Dunkelheit ausstrahlen und die einen üblen Geruch verbreiten. Das sind die Stunden, das sind die Truhen, die schwarzen Truhen, die du nicht korrekt investiert hast, die du falsch genutzt hast, die du ausgenutzt hast, falsch ausgenutzt hast. Und dann wirst du Truhen finden, die sind einfach leer. Auch diese leeren Truhen werden dein Bedauern erregen. Das sind die Stunden, die du in den Mubahat verbracht hast, also in den legitimen Dingen, die weder für dich noch gegen dich sind oder die du geschlafen hast oder sonst was. Man muss auch bedenken, dass ja, man könnte sagen, diese leeren Truhen schaden mir ja nicht. Aber man muss bedenken, wie einer der Salaf sagte, er sagte, nehmen wir an, dem Übeltäter wird vergeben. Selbst diese dunklen Truhen, nenne ich sie mal, nehmen wir an, selbst diese werden dir nicht angerechnet und dir wird vergeben, ist dir aber nicht viel entgangen. Du hast doch viel verpasst dennoch. Das ist nicht anders wie mit einem Handel. Nehmen wir an, du hattest Gewinne gemacht,
Dein Kapital ist da und du hast Gewinne gemacht und du hast wieder Verluste gemacht. Dein Kapital ist aber unversehrt geblieben. Deine Gewinne sind aber verloren gegangen. Hast du trotzdem was verpasst, auch wenn es dir nicht geschadet hat. Ebenfalls sollte das hat jetzt mit der Zeit zu tun, dass er diese Zeit, diesen Tag, den er hat, die 24 Stunden, dass er sie investiert auf eine ertragreiche Art und Weise. Dann gibt es eine andere Wasiyah. In dieser Stunde nach dem Salat al-Fajr oder wann es auch ist, das ist nur ein Beispiel, sollte sich an sich selbst nochmal mit einer anderen Sache wenden. Und zwar mit einer Wasiyah, die seine Körperglieder zu bewahren. Die Glieder seines Körpers zu bewahren. Die 7 Glieder seines Körpers. Damit sind die Augen gemeint, die Ohren, die Zunge, die Hände, die Füße, der Bauch und sein Geschlecht. Dass er diese bewahrt und sie nur auf eine Art und Weise verwendet, wie es ihm gestattet ist oder wofür sie eben geschaffen worden sind. Und dass er sie daran erinnert, dass die Abwab von Jahannam entsprechend der Anzahl dieser 7 Glieder sind. Zum Beispiel wendet er sich in Bezug auf seine Augen, erinnert er sich daran, diese nicht dorthin zu wenden oder zu Dinge zu wenden, die nicht betrachtet werden dürfen. Oder dass er zum Beispiel einen Muslim damit auf eine entehrende Art und Weise betrachtet, mit Hochmut und Stolz. Oder sonstigen Unnutz damit betrachtet. Und er sollte sein Auge für Dinge nutzen, die für ihn nützlich sind, wie zum Beispiel das Betrachten der Geschöpfe, das Nachsehen darüber, das Lesen von nützlichem Wissen, sei es auch nur weltlich. Auch weltliches Wissen gehört zu den individuellen Pflichten, kollektiven Pflichten, die die Muslime erfüllen müssen. Kollektive Pflichten, ja, die nicht für jeden Einzelnen notwendig sind, aber in der Gemeinschaft müssen diese Dinge existieren, wie zum Beispiel Medizin oder gewisse Naturwissenschaften und derartiges. Manche der Usulion erwähnen sogar, dass die kollektiven Pflichten, das ist nämlich eine Frage, ist jemand, der eine individuelle Pflicht erfüllt, hervorragender oder jemand, der eine kollektive Pflicht erfüllt? Das ist ein Thema, das die Usulion beschäftigt hat. Sie sind da verschiedene Auffassungen, aber einige von ihnen sind der Auffassung, dass jemand, der eine kollektive Pflicht erfüllt, hervorragender ist als jemand, der lediglich eine individuelle Pflicht erfüllt. Denn die individuellen Pflichten, das muss sowieso jeder machen. Und da in diesen individuellen Pflichten lastet jede Seele für sich selbst. Aber bei den kollektiven Pflichten werden sie nicht ausgeführt. Das heißt, die Gesamtheit der Gemeinschaft erfüllt sie nicht in einem ausreichenden Ausmaß, so lastet die Schuld auf die Gesamtheit der Gemeinschaft. Und daher ist jemand, der die Gemeinschaft sozusagen entlastet, hervorragender als jemand, der nur eine individuelle Pflicht erfüllt, die sowieso nur ihn selbst betrifft. Meistens sind die kollektiven Pflichten sowieso Handlungen, die das allgemeine Wohl betreffen, die das Wohl der Allgemeinheit betreffen. Während individuelle Pflichten meistens nur das Wohl einer Person selbst betrifft und auch meistens nur das jenseitige Wohl, ja, wie die Pflichtgebete. Ja, beispielsweise das Bestatten eines Toten ist eine kollektive Pflicht. Es betrifft nämlich das Wohl der Gemeinschaft oder anderer Personen oder das Unterrichten vom Wissen. Das betrifft das Wohl der Gemeinschaft, nicht deiner selbst. Das Ausrufen des Adhan ist eine kollektive Pflicht. Es betrifft die Gemeinschaft,
Also wir sehen, die meisten kollektiven Pflichten sind gemeinschaftlicher Natur, während individuelle Pflichten individuelle Personen betreffen, wie das Hajj zum Beispiel. Das Hajj ist nur eine Sache für dich. Muss aber nicht immer sein. Das Fasten ist eine individuelle Pflicht, betrifft nur dich selbst. Die Zakat ist auch eine individuelle Pflicht, aber sie betrifft auch betrifft die Gemeinschaft. Also es ist nicht immer so, aber meistens. Und so geht er dann halt weiter mit jedem einzelnen seiner Körperglieder. Bedenkt das und erinnert sich daran und setzt seine Forderungen für den Tag. Danach gibt es aber noch eine dritte Wasiyya. Wir haben eine Wasiyya über die Zeit, seinen Umgang mit seiner Zeit, eine Wasiyya hinsichtlich dieser sieben Körperglieder, und dann gibt es noch eine dritte Wasiyya, die das Pensum der Ibadah betrifft. Das tägliche Pensum der Ibadah, das er für sich festlegen sollte, die sich jeden Tag und am Tag und in der Nacht wiederholen. Zum Beispiel, dass er sich ein Pensum setzt für die gewisse Nawafil, dass er gewisse freiwillige Handlungen jeden Tag durchführt. Es ist nämlich zu sehen, besonders in unseren Tagen, dass die freiwilligen Handlungen viel zu kurz kommen. Dass sie tatsächlich viel zu kurz kommen. Besonders dann, wenn man betrachtet, dass die Pflichthandlungen nicht auf ordnungsgemäße Art und Weise ausgeführt werden. Besonders dann sind die freiwilligen Handlungen viel notwendiger, denn sie vervollkommnen den Mangel und die Makel, die in den Pflichthandlungen da sind. Aber dass diese nicht zu kurz kommen. Er sollte sich jeden Tag etwas vornehmen, zu praktizieren, wie zum Beispiel den Nawafil der Ibadat. Aber man sollte konsequent sein, konsequent, auch wenn es nur wenig ist, aber konsequent. Denn Qualität geht vor Quantität. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, er sagte, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qallat. Die liebsten Taten bei Allah sind die beständigen, die andauernden Taten, selbst wenn sie gering sind. Und das ist viel besser, als dass du dir einmal etwas vornimmst. Manchmal passiert es, dass Menschen mal sie durchlaufen gewisse Phasen, also einen gewissen psychischen Zustand, einen geistigen Zustand. Also einen hohen geistigen Zustand. Der Mensch hat das manchmal, er durchlebt manchmal Phasen, wo er spirituell viel belebter ist, energiereicher ist. Und in diesen Situationen nimmt er sich dann so viele Sachen vor, die er auf einmal machen will, die hält er aber nicht länger aus als einen Tag. Am anderen Tag kann es sogar passieren, weil er sich so viel zu viel vorgenommen hat und sich selbst überschätzt hat, dass er selbst Dinge unterlässt, die er eigentlich vorher regelmäßig getan hat. Ja. Daher sollte man sich wenig vornehmen, Schritt für Schritt. Man sollte das Schritt für Schritt angehen. Wenig, aber konsequent. Das ist besser, auch für deinen eigenen Zustand ist es besser. Wir haben schon mal dieses Beispiel erwähnt mit dem Tropfen. Wenn ihr euch erinnert, das kann man im positiven sowie im negativen Sinne verstehen. Ich hatte das im negativen Sinne erwähnt, die ständigen Fehltritte des Menschen, ständiges Fehlgehen, wie ein Tropfen, der auf einen Felsen fällt. Wenn das jahrelang passiert, dieser Tropfen wird seine Spuren hinterlassen in diesem Felsen. Wenn du aber die gleiche Menge des Wassers holst und einmal darüber schüttest, kann sein, dass er keine Spuren hinterlässt. Und so ist es auch mit den guten Handlungen. Guten Handlungen, die beständig sind, sind wie dieser Tropfen, der irgendwann wird er seine Wirkung zeigen.
Aber der Sinn und Zweck ist, dass man am jeden Tag ein gewisses Pensum haben sollte, neben den Pflichthandlungen auch gewisse Nawafil zu praktizieren. Diese Nawafil können die sogenannten Al-Ibadat al-Muta'addiyah sein und die sogenannten Al-Ibadat al-Qasira. Al-Ibadat al-Qasira, das sind Ibadat, von denen nur du persönlich Nutzen ziehst. Die Gebete, das Gedenken, die Andacht Allahs, das Lesen vom Koran. Das sind Handlungen, die nur dich selbst betreffen. Keiner in deiner Umgebung hat direkten, unmittelbaren Nutzen davon. Dann gibt es sogenannte Ibadat al-Muta'addiyah. Das sind Ibadat, die dich selbst, also dein Selbst, überschreiten und auch andere mit einbeziehen, wie die Sadaqat, das Spenden und das Spenden im ganz allgemeinen Sinne. Nicht nur das Spenden von Geld, dass man eintritt für jemand anderen, dass man jemand anderen in seiner Sache unterstützt, das Unterrichten, das Ermahnen, das Zurechtweisen von jemandem. All das sind Ibadat Muta'addiyah. Er sollte also jeden Tag ein gewisses Pensum haben, Nawafil. Besonders die Nawafil sollte man einhalten, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam regelmäßig eingehalten hat. Wie die Ar-Rawatib, die Sunan vor und nach den Gebeten. Das ist so eine Sache, die minimal da sein sollte. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt im Hadith von Shaddad ibn Aus, dieser Hadith beinhaltet all diese drei Aspekte, die wir eben genannt haben. Er sagte, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'd al-maut. Der Kayyis, der Vernünftige, oder der Clevere, der Vernünftige ist der, der sein Selbst bezwingt, sein Nafs bezwingt. Nummer eins. Und Nummer zwei, wa amila lima ba'd al-maut. Und für das, was nach dem Tod kommt, schuftet oder arbeitet. Und dann sagt er, der Nächste, das Gegenteil davon. Und er sagte hier, man dana nafsahu, yani wer seine Seele bezwingt. Und das zeigt, dass niemand, yani wer hofft und erwartet, manchmal denkt man das, dass irgendwie aus heiterem Himmel dass yani ein Wille in ihn runtersteigt aus dem Himmel, der ihn dazu treibt, einfach von sich selbst aus alles zu machen, wie Wasser fließt. Das wird nicht passieren. Da ist immer eine gewisse Form des Zwanges da. Man muss sich dazu zwingen. Und das deutet darauf hin, dass es einen gewissen inneren Konflikt gibt, den man überstehen muss, den man überwinden muss. Es gibt niemanden, der einfach von Geburt aus so ausgelegt ist, dass er ständig ausgerichtet ist nach den guten oder nützlichen Handlungen. Es gibt einen Konflikt und eine Bezwingung, deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, clever und intelligent ist, wer sich selbst seinen Nafs bezwingt. Natürlich, irgendwann wird es zu einer, ich nenne es mal Gewohnheit, das ist wie ein wildes Tier. Ein wildes Tier musst du zähmen. Und das kann dauern, aber wenn es einmal gezähmt ist, dann brauchst du diesen Prozess nicht mehr ständig durchführen. Wenn es gezähmt ist, ist es gezähmt. So ist es auch mit der Seele des Menschen. Und dann sagt er, Wal-Ajizu, der Unfähige, yani nicht clevere, nicht vernünftige, man atba'a nafsahu hawa wa tamanna ala Allahi al-amani. Unfähig ist, man atba'a nafsahu hawa, wer seine Seele freien Lauf gibt. Freien Lauf, yani, er lässt seine Seele, der Hawa, die Neigungen, die Triebe sind sein Führer und Leiter und er lässt ihn mitlaufen. وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ und der sich bei Allah Hoffnungen macht, daraufhin Hoffnungen macht. Das nennt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam al-Ajiz. Wir hatten schon mal gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Hoffnungen im positiven Sinne und den sogenannten Wunschvorstellungen. Hoffnungen, die
lobenswerten Hoffnungen. Wir haben ja gesprochen darüber, dass die Ibadah Allah Ta'ala auf drei Pfeilern beruht. Al-Hubbu, Al-Khawfu, Al-Raja. Liebe, Furcht und Hoffnung. Hier, das Wort, was hier genannt worden ist, ist At-Tamanni, das sind Wunschvorstellungen. Man kann das anhand eines Beispiels darstellen, was der Unterschied ist. Wenn ein Bauer die Samen sät, er sät die Samen und kümmert sich dann regelmäßig um die Bewässerung, um die Pflege des Ackers, ja, und hofft dann auf Ernte. Das nennt man Ar-Raja, Hoffnung. Das Gegenteil wäre, wenn ein Bauer, nehmen wir wieder den Bauer, er sät die Samen und vernachlässigt dann die Bewässerung, kümmert sich nicht um die Pflege und hofft dann auf Ernte. Ist das, nennt man das Ar-Raja? Das nennt man At-Tamanni, das sind Wunschvorstellungen. Nicht lobenswerte oder nicht fruchtbare Hoffnungen. Und genauso ist es auch hier in diesem Fall. Na. Er sagt hier, der Mensch, er sagt, وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاقِبَ الْإِنسَانُ نَفْسَهُ قَبْلَ الْعَمَلِ وَفِي الْعَمَلِ. Der Mensch sollte sich selbst während und vor der Handlung beobachten. Er sollte sich während und vor der Handlung beobachten. Was heißt es? Während und vor der Handlung, yani, er sollte die Bewegungsgründe hinterfragen. Wir reden von Handlung im Sinne der Ibadah. Sind das, oder auch, ja, nicht nur unbedingt Ibadah, auch andere Handlungen. Die Bewegungsgründe, was hat ihn angetrieben? War es für Allah oder war es für etwas anderes? Wenn es für Allah war, setzt er die Handlung fort. Wenn es was anderes war, unterbricht er sie. Warum unterbricht er sie? Weil es ihm nichts bringen wird. Wir reden ja von einer Tijara, von einem Handel. Und jede Handlung, die keinen potenziellen Nutzen für ihn bringt, auch wenn sie keinen Schaden bringt, so ist sie vergeudete und verschwendete Energie, kann er sich ersparen. Deswegen sagt Al-Hasan, rahimahullah, er sagt, rahimahullah abdan, waqafa inda hammihi. Das Erbarmen Allahs sei mit einem Diener, der bei seinen Vorhaben Halt macht. Fa in kana lillah mada. War es für Allah, führt er es fort. وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ تَأَخَّرَ. War es für jemand anderen, tritt er zurück. Das nennt man Al-Muraqaba, das ist die Beachtung Allah Ta'alas in deinen Handlungen. Das ist der Ikhlas. Es gibt aber auch noch eine Achtung Allah Ta'alas in den Sünden oder Beobachtung deiner selbst in den Sünden. Und diese besteht dann daraus, wenn man einen derartigen Fall feststellt, mit der Reue, mit der Besserung, der Kompensierung zu eilen und diesen Prozess ja nicht schleunigst einzuleiten. Es gibt auch eine Beobachtung, also Selbstbeobachtung im Mubah, in den legitimen Handlungen. Denn man darf nicht aus dem, was wir gesagt haben, verstehen, dass der Mensch sich keine Zeit mehr einräumen sollte für Mubahat. Das geht gar nicht. Früher oder später wirst du gezwungen sein zu stoppen. Du kannst nicht 24 Stunden wie eine Maschine funktionieren. Auch Maschinen brauchen mal Ruhezeiten. Müssen mal abgeschaltet werden. Und wenn man sie abschaltet, damit sie wieder in Zukunft oder die nächste Zeit korrekt arbeiten können, dann ist das kein Verlust. Deswegen sagt, wird überliefert als ein Hadith des Propheten, aber das ist nicht, als Hadith ist es nicht authentisch, also als seine Aussage. Aber inhaltlich ist das korrekt. Dort lautet das: Rawihu anil qulubi sa'a fa sa'a.
lass die Herzen auch Stündchen nach Stündchen zur Ruhe kommen. Da sagt noch einige des Salaf, der Mu'min sollte 4 Stunden haben am Tag. 4 Stunden ist gemeint, ja, die 4 Zeitabschnitte. Ein Zeitabschnitt, Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Eine Stunde, in der er für den Dienst seines Herrn ansteht. Zweitens, Sa'atun yunaji fiha yuhasibu fiha nafsa. Eine Stunde, in der er mit sich selbst abrechnet, seinen Zustand bedenkt. Das ist auch eine Sache, über die die Menschen sich keine Gedanken mehr machen. Zumindest kommt es einem so vor, dass die meisten Menschen nicht mehr selbstkritisch sind. Sie sich über ihr eigenes Leben, wie sie es leben, was sie vorhaben, gar keine Gedanken mehr machen. Leben einfach vor sich hin. Und das hat auch unter anderem mit den vielen Beschäftigungen heute zu tun. Es gibt so viele Beschäftigungen, die den Menschen beschäftigen. Hört er hier auf, fängt er da an. Und wenn es ihm hier langweilig wird, dann findet er eine andere Beschäftigung, mit der er sich selbst beschäftigt. Und da kann er natürlich keine Zeit mehr für diese freien Gedankenläufe haben. Und Gedanken brauchen Ablenkungsfreiheit. Naja, jedenfalls, er sagte, eine Stunde, in der er für sich selbst ja einsteht, um über sich selbst Gedanken zu machen. Und dann sagt er, eine Stunde, in der er sich zu seinen Ikhwan setzt, zu seinen Brüdern, die ehrlich zu ihm sind. Das heißt, ehrlich zu ihm sind. In einem Hadith kommt nicht vor, dass der Muslim für den Muslim wie ein Spiegel ist. Der Muslim ist für den Muslim wie ein Spiegel. Wisst ihr, was das heißt? Wenn du in den Spiegel guckst, siehst du dann nicht den Schmutz, der vielleicht im Gesicht hängt oder etwas im Gesicht, was man beseitigen sollte oder im Auge oder in den Haaren, etwas, was man ja nicht so lassen sollte. Oder? Das ist doch der Sinn und Zweck des Spiegels. Du guckst im Spiegel, was man verbessern kann, was man beseitigen kann. Ob du sauber auftrittst oder nicht. Und der Muslim ist wie der Muslim ein Spiegel, er sollte in ihm seine Übel sehen können. Das geht natürlich nur, wenn er aufrichtig zu ihm ist, der ehrlich zu ihm ist. Aber natürlich mit einer Voraussetzung, dass er das nicht tut, um ihn zu erniedrigen oder ihn zu demütigen, sondern mit einer aufrichtigen Absicht für sein Bestes. Da er ihm Besseres wünscht, einen besseren Zustand wünscht. Ja. Das ist die Al-Muraqaba in den Mubahat. Und zwar bedeutet sie, die Muraqaba in den Mubahat, dass man die Adab einhält. Dass man es nicht übertreibt mit den legitimen Sachen. Dass man den Dank nicht vergisst. Dass man, falls man geprüft wird, dass Geduld aufweist und falls man irgendwie hier ein Vergehen begeht, die Reue und die Bitte um Vergebung. Das ist die Al-Muraqaba in den Mubahat. Danach kommt er zur dritten Etappe, zur dritten Phase. Wir haben jetzt die Musharata und noch, was haben wir noch gehabt? Al-Musharata, also diese, dass man sich selbst gewisse Bedingungen setzt. Dann zweitens die Muraqaba, das Beobachten. Und jetzt kommt die dritte Sache, Al-Muhasaba, Abrechnung nach dem Handeln. Abrechnung, nachdem die Handel getan sind, also nach dem Tag. Abrechnung nach dem Tag, genauso wie es bei den Händlern ist oder beim Chef, wenn du ein Projekt leitest, ein Geschäft leitest. Am Ende der Woche, am Ende des Tages, am Ende des Jahres wird man eine Bilanz machen und wird die Verantwortlichen in Rechenschaft ziehen, falls es beispielsweise zu Minus gekommen ist. Oder man wird sie belohnen, wenn man Gewinne gemacht hat. Aber das machen wir das nächste Mal, inshallah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin.